heute unterwegs. Mein Handy klingelt. Hallo Natascha. Und zwar haben wir Besuch bekommen aus Deutschland. Deshalb haben wir uns heute ein paar Sachen vorgenommen und wollen euch mal wieder mitnehmen, ein bisschen zeigen, was wir so erleben. Und vielleicht werdet ihr am Ende sehen, um wen es sich handelt. Wir gehen jetzt Austern essen. Austern essen, super. Aber da habe ich nicht so Bock drauf. Ich bin da auf jeden Fall raus. Stelle ich mir nicht so geil vor. Aber Natascha, du? Was? Austern oder nicht? Ich liebe Austern. Lecker. Voll. Ich nicht. Oh, das riecht schon eklig. Daniel, du Austern? Alter, riecht das scheiße. Austern? Ja, saugeil. Bist du dabei? Weiß ich noch nicht. Ich nicht. Und du? Ja, man muss im Leben immer alles einmal probieren. Mach mal heute. Also ich. Riecht aber super scheiße. Ich bin auf jeden Fall raus. Warum? Wie warum? Jeder isst eine Austern. Definitiv. Ich werde keine essen. Fehlt mal nicht. Nein. Ja, und was ist, wenn ich jetzt keinen probiert habe und sie hätte mir geschmeckt? Wie schickst du das? Ja. Also entweder du isst jetzt eine Austern oder nicht. Entweder oder. Jena isst die Nudel auch den ganzen Tag. Nein. So, jetzt sind wir hier auch angekommen bei unserem nächsten Stop. Und zwar Eureka Skydeck. Das ist der höchste Turm in Melbourne. Und da fahren wir jetzt hoch und schauen uns die Stadt mal von oben an. Bei dem Ganzen nehmen wir natürlich unseren Besuch mit. Und dann schauen wir mal, wie es uns da oben gefällt. Was ist das so mit deiner Höhenangst? Ja, es ist gefährlich, ich habe Angst. Lass dann mal in diesen Glaskasten, der so ein bisschen raussteht aus dem Gebäude. Komm. Weil es voll unsicher ist, da ist er. Guck. Ja, du kannst dann einfach runtergucken und unter dir ist nichts. Ist doch gut. Unter euch wird nichts sein, unter mir wird immer irgendwas sein. So, jetzt wieder unten angekommen, würde ich doch die junge Dame einfach mal fragen, wie fanden Sie es denn? Ah, sehr gut. Das ist meine kleine Cousine, oder unsere kleine Cousine, die uns hier besucht hat. Und ja, an alle, die sie nicht kennen, wer bist du? Ich bin Laura. Hallo. Da ist die Kamera. Sie ist jetzt hier zu Besuch bei uns und wir enjoyen zusammen die Zeit. Und jetzt ist dieses Rätsel auch gelöst. Das war aber auch ein Rätsel. Lau? Ja? Möchtest du irgendjemanden grüßen? Oh, da gibt es zu viele, die ich gern grüßen werde. Ich würde gern Mami. Ja, dann lassen wir es, oder? Ja.
Nee, jetzt haben wir was. Ich würde gerne Mami und Papi grüßen, weil die mal so traurig sind, dass ich so oft weg bin. Und Lea, bei der ist es eigentlich egal, dass ich weg bin, weil sie ist ja selber weg. War es das schon? Elias, den würde ich auch grüßen. Ich hoffe, er macht gerade Rührei für die ganze Familie. Okay. Und wir grüßen natürlich auch